Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir nochmal eine kleine Sättigungsbeilage. Wir machen Fächerkartoffeln. Was wir dazu brauchen, sind extra große Kartoffeln, Salz, Pfeffer, bisschen Olivenöl und zwei Spieße. Erstmal nehmen wir uns die Kartoffel, fangen wir mit der hier an. Machen die unten gerade. Moment, jetzt haben wir das große Messer. Einmal unten eine gerade Auflagefläche machen. Zack. Nur so, dass sie stehen kann. Dann die beiden Spieße. Eine davor, eine dahinter. Dann nimmt man sich das andere Messer. Oder ich nehme das kleinere Messer und dann in dünne Scheiben schneiden. Nicht ganz durchschneiden. Deswegen auch die Spieße. Jetzt hier am Anfang muss ich noch ein bisschen aufpassen mit Schneiden. Hier kommen wir langsam bis unten. Da können wir dann auf den Spießen aufsetzen. Einfach immer so 2-3 mm dicke Scheiben. Wie gesagt, nicht ganz durch. Das ist ein wenig aufwendig, aber Leute, glaubt mir, das Ergebnis lohnt sich. Diese Kartoffeln hier werden im Übrigen bei Aldi als Pommeskartoffeln verkauft. Die sind also festkochend und halt an sich schon von einer enormen Größe. So. Diese fertig geschnittene Kartoffel, ihr seht ja hier, kann man jetzt so hin und her und aufklappen, einfach in einer Auflaufform. Das Ganze kann man auf dem Grill machen, bei 170, 180 Grad. Da mein Grill gerade belegt ist, werde ich die gleich im Backofen machen. Die mache ich dann nämlich nebenbei. Die Stäbe sind einfach nur dafür da, dass man nicht bis unten durchschneidet. Aber wie gesagt, am Rand muss man ein bisschen aufpassen. Nehmen wir mal die Kartoffel. Dann nehmen wir uns das Olivenöl, verteilen das oben über den Kartoffeln. Ja, komm, Reste verbrauchen. Ein Pinsel und pinseln die Kartoffeln schön ein, dass sie schön feucht sind, damit wir gleich die Gewürze da dran tun können. Gewürze gerne sehr puristisch, Salz, Pfeffer. Das reicht. Wer gerne ein bisschen mehr Geschmack haben möchte, kann die Gewürzmischung seiner Wahl daran tun. Aber wie gesagt, ist nicht nötig. So. So, rein theoretisch hätte ich auch jetzt noch ein bisschen Knoblauch dran getan, also Granulat. Aber ich habe eine Knoblauchcreme gemacht, die habt ihr in einem anderen Video schon gesehen oder die werdet ihr in einem anderen Video sehen. Deswegen ist das jetzt ausnahmsweise nicht nötig. Das kommt jetzt gleich für eine gute Stunde bei 180 Grad, 190 Grad Umluft in den Backofen.